darf ich Ihnen heute den Supermax aus der Biobaureihe vorstellen. Diese Maschine ist bestens geeignet zur flachen Stoppelbearbeitung und dazu hervorragend zur mechanischen Unkrautbekämpfung. Auch konventionell wirtschaftende Betriebe werden sich mit diesem Thema in Zukunft stark auseinandersetzen müssen, denn es geht für alle darum, Herbizidresistenzen zu vermeiden. Für Ihre erfolgreiche mechanische Unkrautbekämpfung besitzt die Maschine einen engen Strichabstand von nur 13 cm. Trotz des engen Strichabstands zeichnet sich diese Maschine durch einen besonders hohen Durchgang bei Stroh aus. Den Durchgang erreichen wir über einen insgesamt 7-balkigen Rahmenaufbau, eine durchdachte Zinkenanordnung ohne Engstellen, einen gleichmäßig großen Zinkenabstand auf dem einzelnen Balken. Der Striegel an unserem Supermax Bio bietet Ihnen eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, sodass Sie sich wirklich an alle Gegebenheiten, die Sie auf dem Feld vorfinden, leicht anpassen können. Zum Beispiel kann ich den Striegel über diese Lochleiste bei Stroh sehr flach legen, sodass das Stroh unten durchrutschen kann und es nicht zu Verstopfungen kommt, beziehungsweise wenn ich weitgehend strohfreie Böden habe, kann ich den Striegel auch mehr kämmend einsetzen, zum Beispiel zum Thema Unkrautbekämpfung, Unkraut rausziehen, nach oben ablegen. Des Weiteren kann ich den Striegel einmal starr einsetzen, verriegeln nach oben, sodass er auf Tiefe gezwungen wird, und zum anderen kann ich den Striegel frei schwebend aufhängen. Das werde ich immer dann machen, wenn ich viel Stroh habe, sodass der Striegel das Stroh durchlässt, ohne dass es zu Verstopfungen kommt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, der Striegel ist kein Spielzeug, sondern ist ein robuster, 12 mm starker Federstahl, der robust ist und der auch durch seine Elastizität besticht, sehr hoch vibriert und damit das Unkraut freilegen kann. Mit diesen Bolzen bringen wir den Striegel auf volle Arbeitstiefe, halbieren damit den Strichabstand auf 6,5 cm und verdoppeln die Intensität der Bearbeitung. Auch die Planierschiene ist schwebend aufgehängt, damit sie bei Hindernissen frei nach oben ausweichen kann. Der Doppelblattfederzinken ist im ersten Moment weich und schwingend. Durch seine Schwingung erzeugt er extrem viel Feinerde. Bei stärkerer Belastung kommt die Doppelblattfeder zum Tragen und der Zinken wird hart und widerstandsfähig. Als Schar bieten wir zum einen das 60 mm breite Schmalschar an, wie auch das bis zu 180 mm breite Gänsefußschar. Selbst wir als Walzenspezialist verzichten hier bewusst auf eine Walze, denn wir wollen die bereits heraufgearbeiteten Unkräuter nicht gleich wieder andrücken. Deshalb erfolgt die Tiefenführung über insgesamt 4 cm genau einstellbare Stützräder vorne. Der flachgestellte Oberlenker hält die Maschine in der Waage. Unser Supermax Bio ist die leistungsstärkste Maschine zur Stoppelbearbeitung und mechanischen Unkrautbekämpfung.